Hallo Leute und willkommen zu meinem Urlaubsvlog. Urlaub. Es ist jetzt 6.30 Uhr und für uns geht's heute ab in die Türkei. Türkei. Wir waren an dem Tag einfach 4 Stunden vor unserer Abflugzeit am Flughafen, weil es ja überall hieß, dass man unfassbar viel Zeit einplanen soll für die Sicherheitskontrolle. Und es war dann aber leider so, dass sich das gar nicht gelohnt hat, weil wir trotzdem erst 2 Stunden vorher an diesen Check-in-Schalter konnten. Und durch die Sicherheitskontrolle sind wir dann auch in 10 Minuten oder so durch gewesen. Und dann hatte leider auch unser Flug 2 Stunden Verspätung gehabt. Deswegen, ja, wie gesagt, waren wir dann unnötig lange am Flughafen. Aber irgendwann ging es dann auch los und dann sind wir, glaube ich, so gegen 18 Uhr türkischer Zeit in Antalya gelandet. Und dann sind wir irgendwann einfach richtig erschöpft im Hotel angekommen und haben auch gar nicht mehr viel gemacht, außer ja, uns so ein bisschen einzurichten und was zum Abendbrot zu essen. Guten Morgen, Leute. Heute ist jetzt Montag, unser erster richtiger Tag. Also wir kamen gestern echt relativ spät erst an, ich glaube um 20 Uhr. Also man hatte hier nochmal 1 Stunde Zeitverschiebung. Und ja, da war jetzt gestern logischerweise nicht mehr ganz so viel los. Also wir haben einfach so ein bisschen das Hotel erkundet, haben natürlich was zum Abendbrot gegessen und haben uns die Show, die gestern lief, so ein bisschen angeguckt. Dann sind wir aber auch relativ früh ins Bett gegangen, weil wir irgendwie so fertig waren und ja, sind jetzt ausgeschlafen und starten jetzt fresh in den Tag und damit auch so richtig in den Urlaubsvlog. Ich bin gerade am Eincremen und wir gehen jetzt gleich zum Frühstück runter. Frühstück, es gibt Frühstück. Hier seht ihr mal einen kleinen Einblick von diesem Frühstücksbuffet bzw. von dem Hauptrestaurant, wo wir auch abends gegessen haben. Ich habe euch immer so einen kleinen Teil vom Buffet abgefilmt, aber jetzt nur die Sachen, die ich auch selber gegessen habe. Es gab dann auch noch ganz viel anderes wie Wurst oder sowas, das esse ich aber nicht, deswegen habe ich das auch nicht gefilmt. Ich habe meistens entweder Pancakes oder diese türkischen Donuts gegessen, also das sind wie so kleine Langos oder eben Donuts ohne Glasur und dann irgendwas mit Joghurt und Obst dazu. Oder auch, oh mein Gott, die sind so lecker, diese türkischen Gözlems, also diese hier. Und das war dann auch unser Stammtisch hier. Also wir saßen immer an diesem Tisch und hatten immer diesen tollen View zum Essen. Also zum Frühstück und zum Abendessen. Das war einfach so schön und abends war da auch immer Live-Musik. Dann habe ich mir am ersten Tag hier noch einen Kaffee geholt und später dann auch entdeckt, dass es da sogar Eiskaffee gibt. Und den dann auch immer morgens auf der Terrasse, die da so oben drüber war, genossen. Das kennt ihr vielleicht aus meiner Insta-Story, falls ihr die letzte Woche verfolgt habt. Und generell war dieser Außenbereich, wo man essen konnte, einfach so unfassbar schön gestaltet. Nach dem Frühstück haben wir uns auf den Weg zum Strand gemacht. Also eigentlich wollten wir erst am Pool liegen, aber da waren wirklich gar keine Liegen mehr frei. Am Strand sind wir dann glücklicherweise fündig geworden und an den Tagen darauf habe ich ja dann früh auch Liegen belegt. Das kennt ihr vielleicht auch noch von Instagram. Hier gab es dann auch noch so einen schönen großen Steg, wo man auch drauf liegen konnte. Und generell gab es auch solche Cabanas, aber die musste man extra bezahlen, deswegen haben wir das nicht gemacht. Und hier waren wir dann Mittagessen in einem von 2 so Snack-Restaurants, die es auf dem Hotelgelände gab. Und ich hatte mir an dem Tag so eine türkische Pizza, also ein Lamacun, bestellt. So Leute, wir sind jetzt gerade vom Strand zurück. Ich habe gerade noch mal einen kleinen Nap gemacht und dachte mir so, ja, ach komm, die Abendsonne, die ballert dir jetzt zwar gerade voll ins Gesicht, aber die wird jetzt schon nichts mehr anrichten. Aber ich habe mir einfach genau hier diese kleine Stelle verbrannt und hier diese, die offenbar irgendwie am nächsten für die Sonne war. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder auf dem Zimmer. Das wurde jetzt schon sauber gemacht und ich würde sagen, ich gebe euch jetzt eine kleine Roomtour. Da hatte ich gestern Abend irgendwie echt gar keine Lust mehr darauf, weil wir, wie gesagt, einfach so strapaziert von dieser Reise waren. Ladies and Gentlemen, wir beginnen eine Roomtour. Mach mal ein bisschen. Ja, ja, okay. Jetzt können wir dich sehen. Also das ist das Zimmer. Das sieht alles, finde ich, sehr pompös aus, sehr luxuriös. So, jetzt die Kamera schief. Ist gar nicht schief. Und ja, passt aber in diesem Kontext, also wenn ihr habt ja gerade schon die Clips von dem restlichen Hotel gesehen, das passt richtig gut in dieses Hotel rein. Wir haben hier dieses Ultra King-Size-Bett mit diesem großen Kopfteil. Ansonsten ja, gehen wir, glaube ich, erstmal auf den Balkon raus. So, kommen Sie rein. Man hört Zikaden. Man hört Zikaden wie bei Animal Crossing. Genau, das ist der Ausblick. Also wir haben voll den großen Balkon. Ja, nicht so den geilsten Ausblick, finde ich, aber ich habe das auch schon im letzten Top-High-Vlog gesagt. Ich finde den Ausblick irgendwie nicht so wichtig. Das Badezimmer. Ich finde, das ist so das Highlight irgendwie von diesem Hotelzimmer. Das sieht so wie so ein richtig schönes, luxuriöses, orientalisches Badezimmer aus. Mit diesem Gold und mit diesen Verschnörkelungen und diesem schönen Waschtisch hier. Und kannst du auch mal hier rumschwenken. Hier haben wir dann eine Badewanne. Mal gucken, ob wir die noch benutzen. Also ich bin halt eigentlich kein Fan von Baden, wenn es zu warm ist. Aber die ist halt schon sehr, sehr schön. Das ist hier geil, ja. Also wirklich richtig, richtig schön. Die Dusche ist ultra schön. Okay, Leute, das ist eine richtig schöne Dusche.
Danach waren wir dann auch duschen und dann habe ich mich auf dem Balkon fertig gemacht. Das habe ich an dem ersten Abend direkt so eingeführt für mich als kleines Ritual und dann wirklich jeden Abend gemacht. Erstens, weil ich dort ein bisschen besseres Licht hatte und zweitens, weil ich es einfach geliebt habe, so in dieser lauen Abendwärme in meinem Bademantel dort zu sitzen und dann auch noch so diese Grillen zirpen zu hören. Das hat mich einfach irgendwie total happy gemacht. So, mein Make-up ist fertig, meine Haare habe ich einfach in so einen sleeken Dutt gemacht und wir gehen jetzt gleich zum Abendessen. Ich habe wieder diesen roten Jumpsuit an, der mich schon auf so vielen Urlauben begleitet hat. Also ich habe den auch schon in dem Türkei-Urlaub 2018 mit dabei gehabt, habe dort auch, glaube ich, ein paar Sequenzen davon im Vlog mit gehabt. Also wenn ihr diesen Vlog kennt, dann kennt ihr auch diesen Jumpsuit und ich liebe den einfach nach wie vor. Und ja, freue mich jetzt mega aufs Abendessen, habe auch richtig Hunger. Hier seht ihr nochmal diesen schönen Innenbereich mit diesen Kronleuchtern, den wir dann immer gesehen haben, wenn wir mit dem Aufzug gefahren sind, also eben runter zum Restaurant. Und so sah der Bereich, wo man essen konnte, dann abends aus. Ich hatte mir an dem Tag Reis geholt, Lachs, Käse, so ein Bulgursalat, Spinat und Gemüse. Ich hatte oft dann abends Lust auf so ein bisschen was Nährstoffreicheres, wenn ich den ganzen Tag nur Frittiertes gegessen habe. Und zum Dessert gab es dann aber trotzdem verschiedene Variationen. Also ich liebe das immer in solchen All-Inclusive-Hotels, dass die immer die krassesten Desserts machen. Und wirklich in diesem Hotel gab es so leckere Sachen. Oh mein Gott, ich konnte mich nie entscheiden und hätte gefühlt am liebsten wirklich alles gegessen. Also ihr seht es ja selber, es sah wirklich eins besser aus als das andere und Robin und ich haben uns dann immer so verschiedene Sachen auch geteilt, damit wir so mehreres probieren konnten. Nach dem Abendessen haben wir uns dann immer langsam auf den Weg zu dieser Showbühne gemacht und ich liebe das einfach, wenn abends in diesen Hotels alles beleuchtet ist. Der Pool ist beleuchtet, das Hotel an sich ist beleuchtet, dieser Turm, der auf dem Hotelgelände war, war auch beleuchtet und hier war noch so ein kleines griechisches à la carte Restaurant, was auch richtig süß dekoriert war. Ich finde es einfach so schön. Und an dem Tag war dann eine Show, die nennt sich Fire of Anatolia. Das ist scheinbar in der Türkei eine relativ bekannte Show, zumindest hieß es da The Legendary Dance Show. Hat mich jetzt ehrlich gesagt im Vergleich zu den anderen Tanzshows, die wir da gesehen haben, nicht so ganz abgeholt, weil das halt sehr so traditionelle Tänze waren mit natürlich auch Musik, die man jetzt nicht so kennt. Ja, aber ich fand es trotzdem mega schön anzuschauen und generell die Shows. Ich hatte euch jetzt hier für YouTube leider nur diese eine gefilmt, aber auf Instagram seht ihr noch ein paar andere. Die Shows waren generell alle so toll und professionell. Also generell diese Bühne war ja auch schon riesig, das seht ihr ja jetzt hier schon. Und die hatten da wirklich jeden Abend eine andere, entweder professionelle Tanzgruppe oder eben andere Show-Acts eingeladen, die da einfach wirklich eine richtig krasse Show abgeliefert haben. Nach der Show gab es immer noch eine Party, entweder auf dem Steg oder an so einer Beachbar. Die hat uns aber von der Musik immer nicht so gut gefallen. Dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Tag. Den haben wir zum Großteil am Pool verbracht. Also ich hatte ja da liegen belegt, mir einen Eiskaffee bestellt und wir haben da einfach den Vormittag dort genossen und die Vibes am Pool so ein bisschen mitgenommen. Da lief auch immer Musik und es war generell so ein schöner großer Pool. Zum Mittagessen waren wir dann wieder in diesem einen Restaurant hier. Ich hatte da Pide bestellt und ich zeige euch jetzt gleich noch ein paar Clips von dem anderen Restaurant, was ich vorhin auch schon angekündigt habe. Es gab ja wie gesagt zwei Snack-Restaurants. Das zweite haben wir leider erst relativ spät entdeckt. Da gab es dann so italienische Sachen, zum Beispiel Pizza, Pasta und auch andere Sachen. Und das war eben ein bisschen mehr am Strand und irgendwie einfach auch ein bisschen schöner vom Vibe her, fand ich. Nachmittags haben wir uns dann auch immer noch was Süßes von dieser kleinen Patisserie hier geholt. Also da gab es auch echt so alles an Kuchen, Donuts, Creme Brûlée, Churros, Waffeln, Eis, alles mögliche, was man sich vorstellen kann. Und ich liebe sowas, ja. Und nachmittags bzw. am frühen Abend sind wir dann auch nochmal am Strand gewesen, weil ich einfach diesen Strand-Vibe am Abend so gerne mag. Und abends sind wir dann auch nochmal auf diesen Turm, der auf dem Gelände war, raufgegangen. Also man kann da hochfahren und sich das Hotel am Abend dann nochmal von oben anschauen. Und dann waren wir quasi zwischen dem Abendessen und der Show abends nochmal in der Bar und haben uns einen Drink geholt oder auch mehrere. Ich hatte mir an dem Tag erstmal einen Aperol Spritz bestellt und später dann noch so einen Fruit Mojito. Also das war so mit Mango-Püree, war auch richtig lecker. Und ja, dann sind wir auf jeden Fall gut angetrunken zur Show gegangen. Dann ging es auch schon weiter mit dem nächsten Tag und an diesem Tag habe ich angefangen, mir jeden Morgen einen Eiskaffee auf der Terrasse zu bestellen und einfach für mich alleine früh in den Tag zu starten, weil ich sowieso immer früher aufgewacht bin als Robin und da habe ich einfach mein Buch mit runtergenommen und da einfach ein bisschen gelesen, bis Robin dann wach war. Dann waren wir wieder am Pool, diesmal aber an einer ganz anderen Stelle. Das fand ich halt auch so schön, dass der Pool irgendwie mega weitläufig war, sodass es sich halt irgendwie jeden Tag wie eine neue Experience angefühlt hat.
angefühlt hat, wenn man irgendwo anders am Pool war. Und danach sind wir ins Spa gegangen und hatten uns Thai-Massagen gebucht, aber mit Öl. Also normalerweise werden Thai-Massagen ja ohne Öl gemacht. Wir wollten das aber ganz gerne mit Öl. Und ich sag euch, Leute, das war so gut. Die sind da natürlich wirklich auf uns rumgeklettert, die Masseurinnen. Und es war richtig, richtig angenehm. Also wir haben uns danach gefühlt wie neugeboren. Danach waren wir noch Waffeln essen und leider ist das auch der süße Abschluss dieses Vlogs. Wenn ihr noch weitere Einblicke sehen wollt, schaut aber super gerne bei mir auf Instagram mal vorbei. Da habe ich euch alle Urlaubsstories nochmal im Story-Highlight gespeichert. So Leute, heute ist jetzt Sonntag und für uns geht es heute wieder nach Hause. Da hinten stehen schon unsere Koffer gepackt und die rollen wir dann gleich runter in die Lobby, checken aus und dann geht's ab zum Flughafen. Ich muss sagen, dass mir diese 7 Tage jetzt auf jeden Fall absolut ausgereicht haben. Also ich habe es sehr, sehr genossen, aber ich freue mich jetzt auch wieder auf zu Hause, auf meine alltäglichen Routinen, auf mein alltägliches Essen und so. Deswegen bin ich jetzt gar nicht traurig oder so, dass es wieder nach Hause geht. Ich habe den Urlaub auf jeden Fall sehr genossen und ich hoffe, dass ich euch auch so ein bisschen den Urlaubs-Vibe in diesem Vlog rüberbringen konnte. Vielleicht fahrt oder fliegt ihr ja auch selber bald in den Urlaub und konntet jetzt deswegen noch mal ein bisschen mehr Vorfreude aufbauen. Und ja, ich wünsche euch ansonsten wie immer noch eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.